Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Lan, wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um das Achievement Glyphenjäger des Marktgrünen Traums und das finden wir einmal unter Erweiterungsfeatures und dann Drachenreiten. Und hier können wir jetzt wieder 8 Glyphen uns holen, die einmal hier auf der kompletten Zone verstreut sind. Also wir sind hier in Patch 10.2 in der Zone des Marktgrünen Traums, die wir hier über das Portal erreichen. Und die werden wir uns jetzt eintüten und danach schauen wir uns auch die neuen Sachen an, die wir skillen können. Es sind nämlich ein paar neue Skillpunkte dazugekommen, aber ich würde sagen, die klappen wir erstmal ab. Wo starten wir? Ich bin jetzt hier ganz oben auf den Koordinaten 21, 27 und da sind wir auf dem höchsten Punkt, glaube ich, hier in der Zone. Naja, vielleicht ist der Baum noch höher und hier über mir ist schon die erste Rune und ich würde sagen, wir fliegen die jetzt einmal alle ab, die Dinger. Also, dann einmal nach oben. Hier haben wir das erste Ding. Nummer 1 haben wir eingetütet. Und dann fliegen wir jetzt mal weiter zu dem hier. Das ist etwa auf den Koordinaten 29, 20. Und ich vermute mal, das wird da auch irgendwo auf dem Gipfel sein, oder? Nee, da müssen wir anscheinend ein bisschen nach unten. Schauen wir mal, vielleicht irgendwo hier unten drin. Ah, seht ihr, da haben wir es. Also wir müssen hier unten reinfliegen. Jetzt haben wir schon gut an Höhe verloren. So, das nächste schnappen wir uns hier hinten mal. Dann müssen wir jetzt wieder einen Ticken nach oben. So, ich bedanke mich hier fürs Folgen an der Stelle. Da hinten habe ich gesehen, da waren auch relativ hohe Bäume und vor allem schwebende Bäume. Da müssen wir mal gucken, ob es irgendwo unter so einer Plattform ist oder quasi oben in irgendeinem Baumwipfel drin. Das weiß ich jetzt leider auch noch nicht so genau. Aber ich denke mir, wir werden es gleich finden. Also das nächste ist jetzt hier etwa auf den Koordinaten 60, 29. Müsste direkt vor uns sein. Ich probiere es jetzt erstmal oben. Nee, also oben scheint es nicht zu sein. Hier sehe ich es zumindest nicht. Ah, zwischen den zwei Bäumen. Okay, also da müssen wir durch. Dann haben wir Nummer 3. Dann steuern wir als nächstes das hier unten mal an. Also, das haben wir jetzt auf den Koordinaten 61, 75. Da würde ich sagen, speeden wir mal ein bisschen rein. Mir wurde auch gerade gesagt, dass man durch diese Glyphen auch mit dem normalen Mount durchfliegen kann. Beziehungsweise ich habe mit der Reisegestalt, die kann ich ja glücklicherweise, während ich fliege, anmachen. Denn beim Druid, die Reisegestalt ist ja instant, was immer ganz schön ist. So, jetzt fliegen wir erstmal nach oben. Gucken wir mal, vielleicht ist sie oben in dem Wipfel drin. Nein, da sehe ich sie jetzt nicht. Dann arbeiten wir uns mal nach unten durch. Ah, hier. Okay, über der Baumkrone, da haben wir sie. Dann fliegen wir jetzt zum nächsten. Und zwar in der Mitte auf den Koordinaten 50, 64. Und da wird mir gesagt, dass die bei den Abzweigungen der großen Äste ist. Also ich schätze mal, irgendwo hier in der Mitte. Ah, seht ihr, da oben haben wir sie. So, das haben wir auch. Dann flattern wir mal hier hinter zu den Koordinaten 45, 46. Dann können wir jetzt wieder einen Ticken nach unten. Also oben sehe ich jetzt schon mal nichts. Ich vermute, die ist ein bisschen unter dem Blattwerk hier. Ah, da ist sie. Okay. Kurve wollte nicht so ganz, aber jetzt. So, das haben wir jetzt auch. Dann haben wir hier auf den Koordinaten 33 und 45 die nächste. Und die ist hier zwischen den zwei Ästen. Zwischen den zwei Zweigen. So, okay. Und dann haben wir die letzte noch hier unten auf den Koordinaten 31, 80. Und da gucken wir jetzt auch mal, wo wir die noch finden. Auch bei dir bedanke ich mich fürs Folgen. Grüße gehen raus. So. Ah, okay, die sehen wir relativ gut. Ich dachte, die sitzt vielleicht irgendwo versteckt in der Höhle oder so, aber nein, die haben wir direkt hier auf dem Präsentiertablett. Und ja, mehr ist es nicht. Jetzt haben wir alle 8 von den Glyphen einmal eingetütet und haben auch ein paar mehr Skillpunkte. Ich würde sagen, die Skillpunkte, das schauen wir uns jetzt mal an. Also, was können wir dann jetzt Schönes skillen? Wir haben einmal die Möglichkeit, Kräfte sammeln, greift auf ungenutzte Reserven zurück und generiert sofort ein Elan. Also, das können wir einmal skillen.
kostet 2 Skillpunkte und jetzt müssten wir hier eine weitere Fähigkeit haben. Und zwar das hier. Das ziehen wir uns jetzt einfach mal irgendwo hier in die Leiste rein. Das brauchen wir jetzt eigentlich, warte mal, aktuell nicht. Das habe ich jetzt auf 5, ne? Also jetzt haue ich mal ein bisschen Elan raus und dann kann ich das einsetzen und kriege einfach einen Elan zurück. Hat sogar 3 Aufladungen. Ist eine nice Angelegenheit. Hat insgesamt halt 3 Minuten Abklingzeit, aber 3 Aufladungen. Mir wurde schon gesagt, dass man das in den krasseren Rennen, Herausforderungsrennen anscheinend nicht benutzen kann. Aber ich muss es mal selber noch ausprobieren. Gut, und dann haben wir noch 2 weitere Sachen. Einmal haben wir Erholung des Winds, eine Aktivierung von Flugstopp. Erleidet ihr einen kurzen Moment der Schwerelosigkeit, wenn ihr 4 Sekunden lang den Effekt der Gravitation verringert. Jetzt gucken wir mal, den Flugstopp habe ich allgemein noch nicht so oft eingesetzt. Flugstopp. Okay, dann tun wir langsam runter sinken. Und wenn wir das geskillt haben, dann sinken wir wahrscheinlich nicht mehr runter, schätze ich mal. Also das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich habe es jetzt geskillt. Dann hauen wir jetzt nochmal den Flugstopp rein. Also ich, keine Ahnung, es hat kein, also weiß ich jetzt nicht, für mich gefühlt keinen Unterschied gemacht. Keine Ahnung. Aber gut, ich setze den Flugstopp so gut wie eh nie ein. Ich weiß nicht, ob ihr den wirklich nutzt. Vor allem jetzt kann man ja mit der normalen Gestalt irgendwas aufsammeln, ne, und schätzen oder so. Da braucht man den Flugstopp eigentlich eh nicht mehr. Und das andere, was wir da noch haben, ist schnelles Kratzen. Das kann vielleicht nett sein. Und zwar Bodenkratzer kann nun auftreten, während Nervenkitzel aktiv ist. Und zwar ist das diese Geschichte, wenn ihr nah am Boden seid. Ist es ja so, dann habt ihr hier im Boden diesen blauen, dieses blaue Zeug da und dann ladet ihr Elan am Boden auf. Und das ging aber nur, wenn du nicht schon hier den Speed hast und deswegen blau bist. Ne? Also jetzt kannst du quasi beides haben, du kannst diesen Super Speed haben und den Bodenkratzer. Also dann müsste man wahrscheinlich schneller Elan aufladen, ne? Wenn das beides miteinander stackt. Ja, es scheint auch ein bisschen schneller jetzt so zu sein. Ja, ist auf jeden Fall ganz nett. Gut. Das war es dann eigentlich soweit. Das waren die 3 Fähigkeiten, die man dazu kriegt und auch die 8 Glyphen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.